unangepassten Künstler, aber auch vielleicht als einen unangepassten Menschen ansprechen kann, der vielleicht auch einige persönliche Probleme durchaus auch hatte und dann auch versuchte zu provozieren und Skandale auch zu provozieren. Diese Arbeit, die wir jetzt hier vorliegen haben, datiert so, würde ich sagen, in den Beginn der 1920er Jahre. Diese Zeit war eben sehr stark geprägt von künstlerischen Kontakten zur Avantgarde, sprich zum Dadaismus und dann zum Verismus. Was man an den Bildern der frühen 20er Jahre bei Rudolf Schlichter festhalten kann, ist, dass es natürlich eine Nähe zu einer in Anführungszeichen Unterwelt, also zum Beispiel zu Prostituierten, zu einer Prostituierten-Szene, zu einer Bar-Szene, zu Tingeltangel, zu Jahrmarkt, zu Zirkus auch gibt. Die Darstellung von Sexualität, das ist ganz wichtig. Und da geht es auch zum Teil, wie man hier auch auf diesem Stein sehen kann, um einige persönliche Vorlieben. Er hat einen Fetischismus mit Blick auf Schuhe und auf insbesondere Knopfstiefel, dieses zentrale Paar, was dort übereinander sitzt. Was man da schon sehen kann, ist sowas wie eine Übergriffigkeit, eine Gewalttätigkeit, die auch den Umgang der Geschlechter auch auszeichnet, aber nicht nur die Sexualität teilweise einfärbt, sondern einfach eine Faszination an Gewalt überhaupt. Was ihn allerdings hier überhaupt nicht interessiert, ist die Thematisierung von gesellschaftlichen Gegensätzen. Es geht ihm nicht darum, Gut und Böse darzustellen, aber er benutzt diesen durchaus sezierenden, scharfen Strich, wenn es um die grafischen Mittel geht, mit denen sowas dargestellt wird. Und das geht auch einher mit diesen Collagetechniken. Es ist kein organischer Bildraum mehr, sondern das ist tatsächlich ein zersplitterter, aufgebrochener, zusammengefügter Bildraum, der zum Teil eben auch wirklich neue Avantgarde-Techniken, die aus dem Kubismus kommen und dann aber eben tatsächlich in Richtung Verismus dann auch weiterentwickeln kann.